Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Let's Play-Folge Dragon Age Origins. Seid mir gegrüßt, liebe Kampfgefährten. Seid mir gegrüßt, ihr, die Fans der zwergischen Unterhaltung. Ja, wie im Stream diese Woche angekündigt, werden wir ein kleines Special machen, da es mir letzte Woche nicht gelungen ist, doch noch eine Folge des Let's Plays rauszuhauen, werde ich diese Woche zwei Folgen raushauen. Ich mache dafür nicht noch ein Infovideo, ich reiße das aber auch nicht von den 20 Minuten ab, die ihr respektive 30 Minuten, die wir im regulären Let's Play haben. Nein, wir schauen uns unseren Held an und ich starte die Zeit genau dann, wenn wir loslegen. Ja, wie sieht das aus? Sonntag gegen Mittag werdet ihr die reguläre Let's Play Folge Dragon Age Origins auf YouTube, auf meinem Kanal, erhalten. Danach im weiteren Verlauf des Sonntags werdet ihr eine weitere Folge erhalten, spätestens, allerspätestens Montagmorgen wird diese Folge rauskommen. Es kommt noch darauf an, wie es mit dem ganzen Umkompilieren, den Soundeinstellungen und alles gehen wird. Ja. Einige kleine Änderungen stehen noch an, werden aber nicht Dragon Age Origins direkt betreffen. Wie gesagt, aber dies alles ist natürlich dann in einer Infofolge vermerkt. So, wo sind wir geblieben? Ich glaube, wir starten mal die Zeit und fangen jetzt mit dem regulären Let's Play an. In unserer letzten Folge haben wir hier die Streitrösser oder Mabaris, die Hunde unter die Lupen genommen. Wir möchten ja eigentlich noch das ganze Lager etwas anschauen. Ja, kriegst du ja eine Büchse, Schappi, kein Problem. Das sieht nach Kollege Grauen Wächter aus, möchte ich jetzt nicht hin. Können wir denn etwas umgehen? Die wir die Prophetin Andraste verraten haben, bitten jetzt um deine Vergebung. Steh und fall in unserer. Na klar, ich bete auch immer um Vergebung, wenn ich jemand verraten habe. Das ist eigentlich schon Standard. Königliches Lager. Wie gesagt, wir sind immer noch kurz am Erkunden, was wir hier oder ob wir überhaupt noch irgendetwas finden. Weiter oben haben wir auch noch so eine Art Quest aufgegabelt, wo ich mir nicht wirklich sicher bin. Seht es euch genau an, Männer. Dieses verfluchte Ding ist dunkle Brut. Sie sind stark und listig. Aber glaubt den Geschichten der alten Weiber nicht. Man kann sie töten. Wenn ihr sie oft genug mit euren Schwertern aufspießt, sterben sie. Ihr Blut ist schwarz wie die Sünde und giftig. Denkt nicht einmal daran, sie zu berühren. Ihr Blut würde euch verderben. Dann könnt ihr euch auch gleich selbst das Leben nehmen. Wir haben schon mehrere Hunde verloren. Ich werde es tun. Maulkörbe verpassen, damit sie uns nicht beißen. Es ist ein langer, qualvoller Tod. Es soll die Schlacht werden, in der wir diese dunkle Brut zurück unter die Erde jagen. Glaubst du das? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Wir haben jede einzelne Schlacht gewonnen. Und doch werden sie jedes Mal mehr. Da fragt man sich, ob diese grauen Wächter nicht vielleicht doch recht haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn du mich fragst, klingt das nach dem perfekten Zeitpunkt, um sich richtig zu besaufen. Na, das lobe ich mir natürlich. Na klar. Sag an, wo ist das nächste Fass hier? Ach Mensch. Verspricht sie mir zu saufen und dann...
Ja, gut. Wie ihr meint. Bärenrüstungsstiefel, Graueisen. Wie gesagt, wir schauen uns das sicher noch einmal genauer an. Gesegnet seien die, die unter den Augen des Erbauers leben. Gesegnet seien die Hüter des Friedens. Gesegnet seien die, die dem Verruchten und Gottlosen entgegentreten und nicht weichen. Na, Mädel? Wurde der Boden nicht sauber oder für was betest du? Sieht schon interessant aus, also. Mein Glaube gibt mir Kraft und sollten sich mir auch 10.000 Männer zur Verfügung stellen. Kollege? Ein Elf. Hallo? Verzeiht, benötigt ihr etwas? Von euch nicht. Nein, ich wollte mich nur unterhalten. Was meint ihr? Ja, unterhalten wir uns doch mal etwas mit ihm. Ihr wollt euch mit mir unterhalten? Ich stecke doch nicht in Schwierigkeiten, oder? Okay, dann kommt der leichte Sadist von mir durch. Nicht, dass ich wüsste. Man könnte ihn anlügen. Ich fürchte schon. Was glaubt ihr? Na, der hat eh schon die Hosen gestrichen voll, der Junge. Also der wird schon in einer ganz mühseligen Gangart nach vorne gehen. Na, machen wir ihm nicht noch mehr Panik. Oder? Nö, machen wir nicht. Da bin ich aber erleichtert. Ich bin einer der Diener des Königs. Ich überbringe Nachrichten und mache den ganzen Tag Botengänge. Wer zu langsam ist, bekommt es mit dem Quartiermeister zu tun. Ah, ich wünschte, wir wären wieder im Palast. Da gibt es viel mehr Orte, an denen man sich verstecken kann. Ich sollte gehen. Wenn der Quartiermeister sieht, dass ich mich unterhalte, denkt er, ich sei faul und zieht mir das Fell über die Ohren. Aber es war schön, sich mal zu unterhalten. Na, da wird er einiges zu reißen haben mit diesen Löffeln. Mr. Vulkanier wird da ganz sicher für einige Probleme sorgen, bis das Fell mal über die Ohren ist. Na gut, viel haben wir ja jetzt hier nicht bekommen. Ich bin mir jetzt wirklich am Überlegen, ob wir die Quest, die wir da hinten hatten, den Kollegen hier noch befreien, wäre eigentlich etwas. Wo geht es hier nochmals hin? Alistair, der graue Wächter. Das vorhin war dieses Lager, das war Duncans Feuer. Nun denn. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wo wir mit der Quest weiterfahren können. Da hinten. Da hinten schwebt ein Zelt in der Luft. Na dann mal viel Spaß. Es tut mir leid, aber das Hauptlager der Truppen ist im Moment für euch gesperrt. Verstehe ich ganz gut, wenn ich sehe, dass... Jetzt ist die Textur da. Ja. Okay. Gefangener. Also? Ihr bringt mir etwas zu essen, oder? Ich sterbe vor Hunger. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Ich helfe euch dabei, ihn erschlagen und den Schlüssel nehmen. Warum sollte ich euch helfen wollen? Nein, ich habe nichts für euch. Na gut. Er könnte ein starker Verbündeter sein. Vielleicht. Eigentlich ist er ja nur ein Deserteur. Ich helfe ihm jetzt mal. Ansonsten werde ich ein genug schnelles Schwert schwingen. Er fragt einfach meine Wache nach seiner Ration. Er hat noch etwas übrig. Ich habe gesehen, wie er es in seinen Mantel gesteckt hat. Wache. Habt ihr ein Glück? Ihr grauen Wächter dürft den König begleiten, während ich mich hier mit der Bewachung dieses Deserteurs rumärgern muss. Sie hätten ihn einfach hängen und ein Exempel statuieren sollen, indem sie seinen Kopf auf einen Speer stecken.
Ja, verständlich. Mit etwas überhöhtem Sample. Ich verstehe dich. Ja, da kriegt man Kopfschmerzen. Ja. Wer genau ist dieser Gefangene? Das heißt, er sei vor dem Krieg in Denerim rekrutiert worden. Hat er vielleicht geglaubt, er müsse nie in den Kampf ziehen, wenn er dem König dient, oder was? Warum wollte er desertieren? Es sieht aus, als würdet ihr nur eure Zeit verschwenden, indem ihr ihn den ganzen Tag bewacht. Na, gut. Ich muss sagen, auch so wegen der Zeitbegrenzung, ich lese jetzt nicht wirklich alles vor. Ihr seht ja die Texte eingeblendet. Ich lese generell das vor, was ich mich im Endeffekt dafür entscheiden werde. Ihr könnt natürlich euch in den Kommentaren austoben und mir angeben, würdet ihr gerne haben, wenn ich die verschiedenen Optionen für die Antworten... Ja, gut, klar, trötet mir weiter in die Ohren, wenn ich hier am Moderieren bin. Würdet ihr die einzelnen Antworten, die ich geben kann, von mir vorgelesen bekommen? Das ist auch kein Problem. Tobt euch in den Kommentaren aus, sagt es mir, dann kann ich darauf reagieren. Warum wollte er desertieren? Warum desertieren solche Typen wohl? Weil er glaubt, er müsse sterben und weil er ein dreckiger Feigling ist. Darum. Entweder ist es das, oder er hat ein paar Schwachköpfen geglaubt, die behaupten, die dunkle Brut würde einen verschleppen und fressen. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Ich nehme an, es war keine besonders aufschlussreiche Unterhaltung. Er behauptet, es sei nicht desertiert. Ach, das ist ja mal eine Überraschung. Noch ein unschuldiger Gefangener. Auf jeden Fall ist es nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden. Er wird die Möglichkeit bekommen, seinen Fall vorzutragen oder auch nicht. Mir ist das egal. Ach, das ist ja mal eine Überraschung. Eine laufende Blechbüchse. Komm nur her, ich schmeiß dich ins Feuer. Wirst du schön gegart. Naja, er hat um etwas Essen und Wasser gebeten. Du Schnösel, kannst es ihm auch geben? Hat er das? Da mir niemand Verpflegung für ihn gebracht hat, wäre die einzige Möglichkeit, ihm meine zu geben. Ja. Ja, okay, ich sehe ein, ich mache hier einen Fehler, ich lese sie trotzdem vor. Wie wäre es, wenn ich sie euch abkaufe? Sagen wir 10 Silber? Dann würdet ihr eine Mahlzeit verpassen. Dieser Mann könnte schon bald gehängt werden. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Nee, ich glaube mal, wir schauen, ob wir ihm das Ding abkaufen können. Na, 10 Silber für eine Mahlzeit. Na, toll, die Wurst. 10 Kronen? Gut, gebt ihm was zu essen, wenn ihr wollt. Aber ich will nichts damit zu tun haben. Wenn irgendjemand fragt, warum er rülpst, sage ich, dass ihr dafür verantwortlich seid. Nur damit ihr es wisst. Nun gut. Okay. Dann geben wir dem armen Gefangenen mal was zu futtern. So unmenschlich darf niemand behandelt werden. Also, ihr bringt mir etwas zu essen, oder? Ich sterbe vor Hunger. Hier habt ihr was. Dem Gefangenen das Essen geben. Ich helfe euch dabei. Na gut. Das wären wieder die Antworten. Nee, wir geben ihm natürlich das Essen. Ich danke euch. Andraste möge euch mit ihrem Segen überschütten. Und, wie gesagt, hier ist der Schlüssel. Ich hoffe, ihr seid wohlauf, wenn ihr ihn verwendet.
Der Schlüssel. Ich gehe mal davon aus, dass er als Unterleibstorpedo verwendet wurde. Na, Mahlzeit. Mein Magen dankt euch. Wenn ich schon gehängt werde, habe ich zumindest ein bisschen Gewicht. Na, lecker. Ja, jetzt. Da, wir haben ja in den Quests, aktuelle Quest. Okay, das wäre nach in den Zirkel der Magie. Da lassen wir jetzt. Ja. Mutter sein, ich möchte mich eigentlich nicht mit diesen Jungs anlegen. Na, Spock, was hast du zu sagen? Willkommen, junger Mann. Wow, hey, überwältigend. Ja, ich möchte gehen. Auf Wiedersehen. Ja. Wow. Hast du was dagegen, wenn ich... Sehr schön. Diese Handlungsweise ist nicht ratsam. Mhm. Er hat was dagegen. Gut. Wie gesagt, das Königslager müssen wir noch ansehen. Mal warten, was die Zeit uns bringt. Diese Kiste interessiert mich natürlich. Hey! Die haben aber hohe Kleiderständer. Mann, Mann, Mann. Was wäre hier der Kriegsrat? Yep. Ich komm hier nicht rein, das ist doch zum... Ja. Nun gut. Ich sehe, wir können hier wahrscheinlich nicht mehr allzu viel machen. Ich möchte noch mal schnell zu unserem altertümlichen C3PO und danach könnten wir eigentlich mal schauen, dass wir die Prüfung des Grauen, der Grauen Wächter. Grüße. König Kaelin ist derzeit nicht in seinem Zelt. Wisst ihr, wo der König ist? Erzählt mir vom König. Ihr müsst ihn doch oft sehen. Na. Na, wo ist er wohl, unser Goldlöckchen? Ich glaube, er trinkt mit den Grauen Wächtern im Lager. Ihr müsst wissen, dass er große Achtung vor ihnen hat. Genau wie sein Vater vor ihm. Ich habe das Wort trinken gehört. Das ist... Gut, okay, dann nur schnell. Sag mir mal, erzähl mal aus dem Nähkästchen, plauder mal aus dem Nähkästchen, ich will was hören. Das tue ich wohl, aber es wäre unangemessen, die Angelegenheiten des Königs mit euch zu besprechen. Na toll. Nun gut, dann gehe ich wohl. Wie ihr wünscht. Und tschüss. Gut, der ist am Saufen ohne uns. Frechheit. Danken. Wie ich sehe, hast du unser Zelt gefunden. Brauchst du etwas? Ja, ich bin bereit für das Ritual des Beitritts. Ich habe einige Fragen. Nö, alles in Butter. Na, wir haben natürlich etwas an Fragen. Alistair kann dir weiterhelfen. Ich hatte gehofft, er wäre inzwischen zurück. Ja. Was freu ich mir? So, gut. Heldenstiefel, 2 cm kürzer. Das fällt natürlich bei einem Zwerg schon etwas auf. Dann mal
Kiste. Kiste. Nee. Was ist denn? Haben die grauen Wächter nicht schon mehr als genug vom Zirkel verlangt? Ich bringe nur eine Nachricht von der ehrwürdigen Mutter, Sir Magier. Sie wünscht euer Beisein. Was ihre Ehrwürdigkeit wünscht, ist für mich ohne Belang. Ich helfe hier den grauen Wächtern. Auf Befehl des Königs übrigens. Hätte ich sie um Schriftform ersuchen sollen? Sagt ihr, ich lasse mich nicht so belästigen. Ja, ich habe euch belästigt, weil ich eine Nachricht überbrachte. Solch Vorwitzigkeit steht euch nicht zu. Dabei dachte ich, wir kämen gut miteinander aus. Ich wollte sogar eins meiner Kinder nach euch benennen. Das Übellaunige. Genug. Ich rede mit der Frau, wenn's sein muss. Geht mir aus dem Weg. Ach. Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Wie bitte? Ihr seid ein sehr seltsamer Mensch. Ich weiß genau, was ihr meint. Es ist furchtbar, so etwas zu sagen. Na. Aber gut, ich weiß, was du meinst. Es ist wie ein Fest. Wir könnten alle einen Kreis bilden und Händchen halten. Dann hätte die dunkle Brut aber was zum Grübeln. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ihr seid doch wohl nicht auch ein Magier? Na, aber hallo. Schau nun mal meine Größe an. Zwergen und Magie. Wir kennen uns nicht. Ihr müsst Alistair sein. Keine Sorge, ich bin kein Magier. Wie kann ein Zwerg ein Magier sein? Würde euch das den Tag ruinieren? Na, Antwort 4 gefällt mir. Nee, aber wie kann ein Zwerg ein Magier sein? Man weiß nie. Magier schleichen sich überall ein. Moment, ich weiß, wer ihr seid. Duncans neuer Rekrut aus Orsamar. Ich hätte euch sofort erkennen müssen. Entschuldigt bitte. Na, der Kandidat hat 100 Punkte, eine Reißzwecke und kann jetzt sich das Teil über das Bett hängen. Wuhu. Und ihr müsst Alistair sein? Wie, ihr habt mich erkannt? Na, schon in Ordnung. Ich bin nicht beleidigt. Na, ihr müsst Alistair sein. Hat Duncan von mir erzählt? Hoffentlich nichts Schlechtes. Als jüngstes Mitglied des Ordens werde ich euch begleiten, wenn ihr euch auf den Beitritt vorbereitet. Bringen wir es hinter uns. Sehr erfreut, mein Name ist Waylon. Kann ich mich nicht alleine vorbereiten? Was könnt ihr mir über den Beitritt erzählen? Na, erzähl mal was über den Beitritt, Alistair. Ganz ehrlich? Gar nichts. Macht euch keine Sorgen. Es würde euch nur ablenken. Es gab schon länger keine Zwerge bei den Grauen Wächtern. Ihr wisst sicher viel über die dunkle Brut. Niemand weiß viel über sie. Man beseitigt sie. Wir bekämpfen sie seit Jahrhunderten. Ich habe schon einige bekämpft. Na, aber eigentlich weiß niemand wirklich viel, bis auf die aktive Entsorgung der dunklen Brut. Das ist eine probate Vorgehensweise. Aber die Grauen Wächter haben es schon immer für wichtig gehalten, den Feind zu kennen, um zu wissen, wie man ihn zerstören kann. Wie auch immer. Sobald ihr bereit seid, sollten wir zurück zu Duncan gehen. Er möchte sicher mit dem Ritual beginnen. Gehen wir? Der Streit gerade eben. Warum ging es da? Ihr müsst mich doch nicht begleiten, oder? Was ist mit den anderen Rekruten? Ich freue mich darauf, mit euch zu reisen. Na, erzähl mal etwas über euer kleines Wortgefecht. Mit dem Magier? Der Zirkel ist auf Ersuchen des Königs hier. Und die Kirche schätzt das gar nicht. Sie sagt den Magiern mit Wonne, wie unerwünscht sie sind. Was mich in eine unangenehme Position bringt. Ich war nämlich mal ein Templer.
Ja, das ist in der Tat unangenehm. Ihr habt Magier gejagt? Na, was ist ein Templer? Das wisst ihr nicht? Also, die Kurzversion. Die Kirche möchte die Magier kontrollieren, weil sie gefährlich sind. Und die Templer bringen für die Kirche Abtrünnige zur Strecke. Dafür wurde ich ausgebildet, als Duncan mich vor 6 Monaten rekrutiert hat. Die ehrwürdige Mutter hatte sicher eine Beleidigung im Sinn, als sie mich als Boten geschickt hat. Und der Magier hat prompt darauf reagiert. Ich hätte die Nachricht freiwillig nicht überbracht. Aber Duncan sagt, wir sollen kooperativ sein und mit allen auskommen. Offenbar wurden nicht alle so instruiert. Ja, was ist eigentlich mit den anderen Rekruten? Davis und Sir Jory sind hier im Lager. Habt ihr sie schon getroffen? Ja, ich habe Davis getroffen. Ja, der Taschendieb, den Duncan rekrutiert hat. Ich frage mich wirklich, was er in ihm sieht. Haltet die Augen offen, vielleicht sehen wir den anderen. Oder ich suche ihn später. Ja. Dann würde ich mich freuen, mit euch zu reisen. Wirklich? Aha, ganz was Neues. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Andernfalls geht weiter. Ja, Tutorial, Gruppenmitglieder und Taktiken. Wenn du deine Gruppenmitglieder nicht selbst steuerst, agieren sie entsprechend der von dir festgelegten Taktiken. Wähle es dir aus, indem du mit der linken Maustaste auf ihn oder sein Porträt klickst. Ja, öffne nun den Taktikbildschirm, indem du das hervorgehobene Symbol klickst. Okay. Ja, okay, dann mal ihn auf Verteidigung. Ja, das mit den Taktiken, die können wir nachhin noch selbst einstellen. Die werden wir auch für Waylon noch selbst einstellen. Aber alles zur Zeit. Was ist jetzt? Na klar. Na klar! Ne dumme Schnauze, aber nicht mal das Teil aufbringen. Das haben wir gerne. Ja, wie gesagt, da werden wir noch sehen. Wir werden die Taktiken auch nach und nach besser anpassen. Für das muss man aber etwas ins Spiel reinkommen. Das ist gar nicht mal so einfach jetzt bei Spielbeginn. Gut. Irgendwo haben wir ja da noch den anderen Logan's Zelt. Also der König war wieder mal nirgends. Sagt zwar, er sei mit den anderen am Saufen, aber na, wahrscheinlich haben sich die schon unter den Tisch gesoffen. Oder David. Nun, was nicht ist, kann ja noch werden, wie meine liebe Mutter immer zu sagen pflegte. Ja. Gut. Oder bist etwa du das, Logans Wache? Okay. Ich glaube, wir machen mal weiter. Ja. Und dann werden wir wahrscheinlich jetzt die große Prüfung ablegen. Besser gesagt, wir machen einen kleinen Cliffhanger. Entschuldigung schon mal im Voraus, in der nächsten Folge geht es weiter. Danke vielmals fürs Zuschauen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch hier auf YouTube einen Daumen nach oben da. Lasst mir etwas in den Kommentaren da, ob Kritik oder wie es euch gefallen hat. Aber auch Vorschläge und Verbesserungswünsche können gerne angebracht werden.
wie gesagt. Ich bin auf Twitter und auf Twitch auch erreichbar. Dort findet ihr jegliche News, die ich rausbringe. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Euer Sir Bones. Bis denn dann.